Jetzt komm, Kiesling, mach es. Bitte mach es, mach es, mach es. Jawohl! Yes, Baby! Ja! Wir steigen heute direkt im Bronzepokal Ultimate Team ein gegen irgendeine finnische Mannschaft. Und das wird ein sehr torreiches und ja, impulsives Spiel, vor allem jetzt hier die Anfangsphase. Deswegen werdet ihr jetzt auch ungeschnitten den Anfang des Spiels sehen. Und wir fangen gleich an mit der ersten Chance. Die hat nämlich Kiesling, sehr akrobatisch, aber so einen kann man auch mal versenken. Und der nachfolgende Kopfball bringt auch nichts ein. Also die Chancenwertung ist sehr schlecht, aber das macht dem Spiel nichts aus. Aber ich habe mir schon gedacht, hier geht was und bin deswegen weiter voll drauf. Ja, und dann kommt der Gegner wieder, aber ich habe ihn nicht in die eigene Hälfte. Und dann dieser schöne Zuckerpass. Und der Gegner verschätzt sich und was für ein schönes Tor. Das entschuldigt natürlich für vieles. Sadi in der 8. Minute. Was guckt man an, der Verteidiger verschätzt sich einfach und er nimmt ihn leicht Vollspann. Und das sieht dann mit dem Teamnamen Haier oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich weiß nur, dass sie nicht gerade gut waren. Und hier wieder so ein klasse Pass. Und schon wieder geht's hier ab die Post. Und wieder dieser Sadi. Und jetzt muss er eigentlich nur noch reinflanken und das tut er auch. Und bing! Da war das schon das 2:0 in der 12. Minute durch unseren Top-Stürmer Stefan Kiesling. Aber es geht hier direkt weiter. Denn der Gegner, der hat eigentlich null Chancen. Weil sie sagt, ja, hier geht's los. Das unser Torwart leitet nämlich dann hier direkt den nächsten Konter ein. Schön, ja. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag und schön auf Atja. Und er macht es auf Kiesling und er muss ihn dann nur noch versenken und er macht es nicht, das leere Tor. Ich glaub's ja nicht. Und die wieder schön gekontert. Aber jetzt ist langsam auch mal Zeit, wieder einen reinzumachen, weil 8., 12. Minute, das ist schon die 31. und nix war's. Das hat sich auch Sadi gedacht und macht ihn halt einfach nochmal rein und da tanzt er auch schön Samba dazu. Das kann man auch mal, wenn man zwei Tore in einem Spiel macht, in einer Halbzeit sogar. Ja. Und es war natürlich sicher, wo war der Gegner? Ja, der war nirgends. Denn wir kamen schon wieder. Und Sadi macht ihn nicht. Aber wir fliehen hier weiter um den Strafraum rum. Und dann ist Bofigli und habt ihr den drei gesehen? Der war ja mal richtig mies. Ja, und bis zur Halbzeit ist dann nicht mehr viel passiert. Es gab nur eine Minute Nachspielzeit. Oder, ja. Wir hatten hier nochmal eine Chance. Und bing! Da waren wir wohl doch noch drin. Aber ja, das Spiel war eigentlich jetzt schon gelaufen. Das war aber gar nicht schlecht. Und ich habe mir auch gedacht, naja, der Pokal, es ist doch ein bisschen langweilig für uns und es gab auch nicht viel Münzen. Und dann war endlich Halbzeit. Die Statistiken sprechen für uns. Null Schüsse und null Schüsse aufs Tor, das ist klar. Und Ballbesitz hatten wir auch am meisten. Und dann ging es ja direkt wieder weiter nach dem Anpfiff. Mit diesem klasse Pass auf Kiesling. Der muss eigentlich nur in die Mitte ablegen. Und den kann man doch auch mal versenken, Mann. Atja. Ich glaub's ja nicht. Hier 61% Ballbesitz. Das sind ja fast schon barcelonarische Verhältnisse. Und dann kommt der Torwart wieder, aber er schenkt uns den Ball gleich wieder. Ja, und dann war das Spiel schon zu Ende. Es gab nicht mehr viel Chancen. Und ja, aber das ging nicht immer so, denn im nächsten Spiel, und das ist in Liga 4, geht es für mich ganz anders zu. Das kann ich ja schon mal verraten. Gegen Dynamo Moskau mit dem Star Kevin Kurani. Da kam nämlich erstmal der Gegner und ich habe einfach mal dumm hinterher geguckt.
wie hier der Gegner mal gemacht hat. Und er macht gleich eigentlich das 1 zu 0. Wie er sich hier schön durchkombiniert. Und hier Torwart geschlagen. Aber er macht es nicht. Junge, Junge. Um den zu versemmeln, muss man schon viel Eier in den Hosen haben. Und dann gleich nochmal. Aber dann konnten wir endlich mal klären. Jetzt dann. Also, jetzt haben wir dann endlich mal klären können. Und ja, es war sehr schwierig. Aber langsam habe ich gedacht, kann ich jetzt auch wieder die Offensive gehen. Ja, es war aber allgemein in diesem Spiel sehr viel Mittelfeld. Das hat sich meist im Mittelfeld abgespielt. Aber dieser Fernschuss, der war schon gar nicht schlecht. Der kann auch mal reingehen. Die Ecke hat nichts eingebracht. Und da steht ja schön mein Battle-Log unten rechts. Das hat euch eigentlich nicht zu interessieren, aber egal. Ja, wir sind eigentlich schon in der zweiten Hälfte. Und dann wo hat uns Korani diese Chance hier beraubt. Aber naja, die Gegner haben uns fair den Ball zugespielt. Und da ist unser Torwart, der auch mal mitspielen will. Und jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Und zwar richtig Schlag auf Schlag. Erstmal habe ich gedacht, gut, trickst sich hier mal ein bisschen rum, skillt ein bisschen rum, hat dann nichts rumge hat dann doch nichts gebracht. Dann holt ihn sich Kießling wieder und der kann auch mal reingehen, aber macht er nicht, denn wir kommen nicht zum Kopfball. Ich gedacht, das kann nicht sein, dass sie uns hier nicht zum Kopfball lassen. Und dieser Pass, den habe ich mir dann mal gekrallt und dann hier ging ich schön weiter. Und dann kommt diese Flanke hier und wer mir halt so eine schöne Flanke schenkt, der Uppala. Das war der Popschutz. Ja, der braucht sich nicht wundern, wenn Sadi ihn dann reinmacht. Schöner Flachschuss rein. Und da war ich noch so in Euphorie, dass ich meine Abwehrarbeit mal völlig vernachlässigt habe. Und ja. Und dann mache ich hier sowas, dass ich hier einfach den Ball einfach mal ins Auspass. Und das ist ja eigentlich nicht weiter schlimm, sagt er euch jetzt bestimmt, ja, aber dann schaut doch mal die Ecke jetzt. Meiner Meinung nach kommt jetzt ein Torwartfehler, denn den muss er eigentlich haben, aber der Effe war so scheiße und dann kann es mal so schnell gehen und der Ball ist drin. Die Granate hat ihn reingemacht. Da hab ich gedacht, ey, das kann jetzt nicht sein. Liga 4, da kann man wohl noch gewinnen können. Ja, und dieses Battle-Ding hat mich da, oder dieses Origin, was auch immer, hat mich da übelst auch genervt. Noch ein bisschen rumgeskillt und der Torwart natürlich auch nicht schlecht. Und jetzt kommt die Szene, die ihr eigentlich schon aus dem Intro kennen müsstet. Mit der allerletzten Kraft. Meine Verteidiger hatten keine Kondition mehr. Kommt ein Kießling und Kießling. Und er macht ihn. Jawohl! Er macht ihn. Und dann lohnt sich das Kämpfen manchmal doch noch. Und bis zum Schluss dranbleiben. Und dann kann auch schon mal so ein schönes. Naja, schönes nicht, aber schlecht war es jetzt auch nicht. Schon ein Tor passieren und man gewinnt dieses scheiß schöne Spiel noch. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber das Spiel wollte dann erstmal auch nicht rumgehen. Und dann war ich natürlich wieder nochmal auf dem Angriffsweg und skill hier schön die Spieler aus, aber es hat leider nichts mehr gebracht, denn der Schiedsrichter pfeift immer so blöd ab. Ja, hier seht ihr nochmal das schöne Highlight 1 zu 0. Aber ja, das braucht ihr euch dann nicht mehr ansehen. Sadi war mit 8,0 unser Ding. Und da seht ihr noch die Münzen, die ich bekommen habe. Und dann geht es auch schon weiter. Und ja, wir hatten dann unsere ersten 3 Punkte, nachdem ich das erste Spiel gewonnen habe. Ja, eigentlich hätte ich das Spiel schon mal mit locker 2 zu 0 gewonnen. Aber dann ist das Internet in der 90. Minute leider abgekackt. Ja, mittlerweile bin ich in Liga 3. Ich habe einfach mal schön den Aufstieg, besser gesagt die Meisterschaft geschafft. Mein Team sieht jetzt auch nicht mehr ganz so aus, wie es hier noch aussah. Dazu werden aber wird am Wochenende nochmal ein Video kommen, in dem ich euch dann nochmal zeige, was ich im Moment so habe, wie mein Team aussieht. Vielleicht mache ich auch noch ein Pack-Opening, mal sehen. Und ja, ich mache hier noch ein bisschen, zeigt nur ein bisschen mein Team. Ich hoffe, euch gefallen die FIFA-Videos bis jetzt.
Gut, das ist das Zweite. Die Tore werden langsam immer besser. Ich werde es langsam wieder immer besser. Meine Mannschaft wird langsam immer besser. Und ja, dieses Scheiß-Dingens da. Ja, jetzt gehe ich hier auch nochmal in die Tauschstapel. Ich habe einen verkauft. Revell habe ich dann mal losbekommen für 300. Olic, das habe ich auch nicht mehr im Team. Der hat mir nicht so. Der hat irgendwie nicht reingepasst. Ich weiß auch nicht. Hier kaufe ich noch einen Vertrag. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr noch so verbessern könnt oder falls ihr irgendwie Tipps und Tricks habt fürs Ultimate Team. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Gold-Team aufbauen und zwar eher ja nur mit Spielern aus der Bundesliga, vornehmlich natürlich Leverkusen. Das erhöht auch die Teamchemie oder Chemie oder wie man das auch immer nennen mag. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schöne Zeit zwischen den Jahren. Erholt euch gut. Denn das neue Jahr bringt schon wieder genug mit sich. Ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Bewertungen oder Rückmeldungen, Feedback dalassen würdet, in welcher Form auch immer. Und ich würde noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.